Einen schönen guten Morgen und willkommen im Juli. Und natürlich willkommen auf meiner Ranch beim Landwirtschaftssimulator. Ich bin sofort reingesprungen. Es ist Erntezeit, das heißt, heute geht es richtig los. Aber zuerst gucke ich Tiere. Die haben es überlebt. Die haben es überlebt. Die haben es überlebt. Die haben es überlebt. Die können dann gleich das Getreide kriegen. So, dann gucken wir mal hier. Du hast doch 8000 Wolle. Wir brauchen Mist. Wir brauchen Mist und Saatgut. Mist und Saatgut. Mist und Saatgut. Irgendwas hier voll. Ah, Erdbeeren. Ja, die Erdbeeren. Da werden wir zur Not wieder einen LKW voll verkaufen müssen. So, hier haben wir nichts gehabt. Du wirst heute arbeiten. Ah, nee, nicht du. Du bist okay. Du wirst heute Arbeit kriegen. Und du wirst heute auch Arbeit kriegen. Nee, wobei, du hast ja Arbeit. Und du wirst heute Arbeit kriegen. Genau. Ah, da wollte ich da mal reingucken. Die hat ja jetzt genug, wa? Das heißt, wenn ich jetzt hier gucke bei Butter, 17.000 und Käse 7.000. Oh, 7.000 Stoffe. Oh, das wird in der Kasse klingeln. Und zwar im September. So, ich würde sagen, wir fangen an. Also, ich brauche einen Trecker. Ist natürlich der falsche Trecker. Welcher ist denn das? Der rote. So. Du nimmst dir den HW80. So. Jetzt muss ich mal gucken. Da. Feld 47,50. Okay. Also. Du, halt, du wirst Felder 47,50 abtanken und wirst abladen im Hauptsilo. So. Genau. So, und jetzt brauche ich den hier. Alles klar. So, hier haben wir gesagt, soll ich einstellen, Feld 47,50. Und jetzt muss ich hier Feld 47. Ah, habe ich doch gar nicht. Okay. Dann muss ich einen neuen Job erstellen. Einen neuen Job erstellen. Feldarbeit. Anfang tust du hier hinten. Feldposition ist ebenfalls ihr. Ihr habt gesagt, ich soll am Anfang anfangen. Jawohl. So, erster Wegpunkt. Kursgenerator. 5,3 Meter. Feld bitte rauf, runter. Startrichtung ist okay. Inselumfahrung im Kreis. Vorgewende. Dreie. Gut. So, das werde ich jetzt speichern. Das ist Erntenfeld 47. Da brauche ich keine Breite reingeben, weil wir haben hier nur einen Mähdrescher.
So. Du wirst jetzt... Wie war denn das? Ach so. Hä? Hallo? Mach auf da oben. Cursplay aufmachen. Ach so, warte. Ich bin ja im Designer-Modus. So. Feld 47, Arbeitsbreite. Erster Wegpunkt. Und play the game. Dein erster Wegpunkt ist da hinten. Dein Ablader ist dort. Okay, danke. So, jetzt du. Du musst den Aufsammler abgeben. Und du musst wieder deine Ernte einsammeln. Ja, Quatsch, aufnehmen. So. Ach so, der hat ja Hacklenk. Da brauche ich ja gar nicht versuchen, rückwärts zu rangieren. Oh, Wolle muss ich abholen. So, habe ich schon für dich Feld 51. Ach so, Mähen mit 10 Meter. Ja. Also früher hattet ihr reicht, wenn ihr euch auf die Straße klebt. Musst du dich jetzt da in ein Loch einmauern? Ach, ich habe nicht auf scharfe Ecken gestellt. Der macht runde Ecken. Genau, runde Ecken. Oh, das darf ich, glaube ich, gar nicht sagen, sonst verklagt mich Apple. So. 4,50 Meter Arbeitsbreite. Warte mal. Ich probier's. Also. Feld 51. Warte mal, welcher Punkt war hier? Wo ist denn, welcher Punkt ist denn da oben? Hier. Feld 51. Den Punkt nehme ich. Okay. Feld 51. Dorthin. Dort übergibst du. Und wir machen jetzt einen neuen Job. Hä? Achso, hier, Job erstellen. CP-Feldarbeit. Hier ist Feld 51. Du kommst von hier angefahren und fährst dann weiter hierher. So. So. Oh, warum erkennt er das nicht an? Ah. So. Start am ersten Wegpunkt. Fahre auf dem Kurs, Feld Mitte, Start Richtung. Vorgewende brauchst du nicht. Arbeitsbreite. Naja, wobei, mach mal ein Vorgewende. Du fährst jetzt entgegen dem Uhrzeigersinn. Mach, was du willst.
Gut. Ah, ja. Dann würde ich sagen, das war's. So. Fahr mal los. Was? Ach so, der klappt den zusammen. Ja, ich weiß. Warte mal, wie mache ich denn das? Halt mal an. Na gut, jetzt ist es zu spät. Stopp mal. Stopp. Stopp. Das muss ich machen. Du musst ja, wenn du voll bist, abladen am Hauptsilo. Genau. Du fährst zu Feld 51, übergibst an den und wenn du voll bist, lädst du beim Hauptsilo ab. Aber warum ist das Aufladesymbol? Das ist ja falsch. Das muss ich machen. Genau, du musst ernten auf Feld 51. Also, du fährst jetzt zu Feld 51. Was machst du jetzt? Ach, NASA-Wegpunkt. Nein. Stopp, warte, so. Ich muss. Genau. Ich fahre dich jetzt auf den Weg. So. Dein erster Wegpunkt ist da hinten. Du sollst von dort da lang fahren. Let's go. Das ist aktiviert. Du suchst jetzt den ersten Wegpunkt und fährst nicht zum ersten Wegpunkt. Okay. Jetzt bin ich gespannt, was er vorhat. Ach, sieh an, der stellt die Deichsel gerade, der schummelt. Jetzt zeig mir mal, was du vorhast. Wo fährst du denn mal lang? Da hinten ist dein Startpunkt. Okay, brich mal ab, Freundchen. Pass auf. Muss ich den hier einschalten? Nee. Normalerweise schaltet der dir an, wenn er da angekommen ist. Das heißt, er fährt jetzt zu Feld 51 bis hierher, aktiviert dann den hier. Drückst Play, fährst dorthin. Ja, komm ich. Willst du den hier drauf haben? Willst du den hier auf dem Feld haben? So? Na? Du hör mal. Wenn du hier noch weiter so rumeierst, dann sind die da drüber mit ihrem Feld fertig.
Okay, machen wir mal so. Ich stelle dich jetzt auf den nahesten Wegpunkt. Und du fährst jetzt zu Feld 1. Habe ich einen falschen Modus drin? Nein. Erntenfeld 51. So. Nahester Wegpunkt. Der hat wieder keinen Bock. Komm, du kannst an jedem beliebigen Wegpunkt anfangen. Drücke X, schalte das Ding ab. Senke das Ding hier ab. Wie der immer die Deichsel gerade stellen. Ich darf das nicht machen. Ich muss immer selber gerade fahren. Komm, drück X. Nö, krieg da nicht hin. Das kriegt da nicht hin. Gut. Brechen wir den Versuch ab. So, hier ist der erste Wegpunkt. Und ich würde sagen, play the game. Genau. So, läuft. Oh, mir fällt gerade ein, ich habe vergessen zu gucken, wie der das Stroh eingestellt hat, aber es ist richtig eingestellt. Okay. Ja, das hier muss ich von Hand weiter machen, weil ich nicht auf scharfe Kurven gestellt habe. Aber ansonsten. Hoffentlich stehen die sich jetzt hier nicht im Weg. So. Jetzt wollte ich was machen? Mist. Ach, der hat ja den HW80. Kann ich ja gar nicht. Ich kann ja hier gar kein Mist und Saatgut liefern. Weil ich kein HW80 habe. Ich schätze mal, ich werde doch einen kaufen. Genau. So, nehme ich den hier. Fahre du mal bitte zum Shop. Ja, du kommst hier nicht raus. So. Fahr mal zum Shop und ich kaufe dir einen HW80. Davon haben wir schon einen. Kaufe ich 15.000er, wa? Kostet mich 12.300. Und der hier kam... Ach so, den gibt's gar nicht. Das ist nur der große. Aber den will ich ja nicht haben. Hier ist noch ein HW80. Der hat auch 11 Kubikmeter. Warte mal, der hat 11 Kubikmeter und kostet 9.300. Und der hier hatte, wie gesagt, 15.000. Kostet 12. Nehme ich den.
Okay. Was? Bist du immer noch nicht beim Shop? Ernsthaft? Du, ich wollte jetzt, dass ich zum Shop rüberschalte, die den Anhänger anhänge. Und du dann sagst, schön, ich fahre wieder nach Hause. So. Und ich hole jetzt den Plattenwagen, den kleinen, und fahre die ganzen Paletten weg. So. Eure Paletten sind eingestellt. So. Nummer 1. Warte mal, ich kann ja gleich außen rumfahren. Dann hole ich jetzt die Eier ab und danach die Wolle. Abladeseite? Links, nein. Rechts. Hä? So. Gut, und jetzt holen wir noch die Wolle. Morgen. Danke. So. Dann sind wir damit auch fertig. Stopp. So. Thema erledigt. So. Und jetzt hole ich noch den... Ah, der lädt ab. Wunderbar. Und der fährt jetzt auch abladen. Der da hinten wahrscheinlich nicht. Ja, der ist voll. Oh, wie schön der zurückrangiert. Aber der hat wahrscheinlich auch die Achse gesperrt. So, jetzt entsperrst du die Achse, wa? Du bist auf 100%. Du fährst jetzt zum Hauptsilo. Warum fährt er nicht zum Hauptsilo? Ich warte mal. Doch, er fährt zum Hauptsilo. Ja, und der ist hier voll. Der kann das nicht. Wobei, warte mal. Ich guck mal, wenn ich zurück bin. Ha, ich weiß was. Hallo? Wir lassen uns mal überraschen, wie es in der nächsten Folge aussieht. Die werde ich gleich im Nachhinein aufnehmen. Das heißt, ich sehe sofort, ob es geklappt hat. Und ihr seht das morgen. So, denn ich sage von hier aus einfach, ich fahre jetzt rüber. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Genießt den Tag und lasst euch überraschen. Bis morgen.